Hi, willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal Venix. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute gibt es mal alle News und Infos zum brandneu vorgestellten Mi Note 10 von Xiaomi. Gestern wurde es ja als CC9 in China vorgestellt und jetzt für uns Europäer sogar als Mi Note 10 mit Zusatzvariante Mi Note 10 Pro. Was die Geräte können und ob das Ganze jetzt positiv oder negativ ausgefallen ist, das erfahrt ihr jetzt. Eins kann ich euch schon mal vorab sagen, nur Positives gibt es leider nicht zu berichten. Vor gut einer Stunde wurde das Gerät in Madrid, also in Spanien, vorgestellt und letztendlich ist es eigentlich von den Specs genau wie erwartet. Wir gehen die jetzt trotzdem mal kurz zusammen durch. Es besitzt ein Penta-Kamera-Setup und hat weltweit als erstes Smartphone einen 108-Megapixel-Kamerasensor verbaut und das gibt es so, wie gesagt, noch in keinem anderen Smartphone der Welt. Von daher sind sie da wirklich an Platz 1. Dann gibt es noch eine 20-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera und eine Ultra-Telefotolinse sowie ein 12-Megapixel-Porträtobjektiv und ein Makroobjektiv. 5 Kameras, klingt erstmal nach einer ganzen Menge, ist es auch, wenn ihr mich fragt. Außerdem ist natürlich ein super Nachtmodus vorhanden, welcher auch relativ gut sein soll. Wie gut er letztendlich ist, bleibt natürlich im Test dann abzuwarten. Ich werde mir das Gerät natürlich auch so schnell wie möglich für euch besorgen und ausgiebig testen, denn es wird definitiv mein nächstes Smartphone werden. Ich dachte erst das Realme X2 Pro, aber ich glaube, jetzt bleibe ich dann doch eher beim Xiaomi Smartphone. Allerdings kommen da, wie gesagt, auch gleich noch negative Punkte. Wir machen weiter. Das Mi Note 10 besitzt ein 6,47 Zoll großes AMOLED-Display und hat so leicht gekrümmte Kanten, wirkt auf jeden Fall super, super elegant. Hardwaremäßig haben wir den Snapdragon 730G verbaut und das ist jetzt schon mal einer der größten Kritikpunkte. Denn wenn wir uns das Gerät anschauen und auch so wie es präsentiert wurde, wurde es eigentlich so als Flaggschiff-Killer präsentiert, ist es aber definitiv nicht, wenn wir hier den Chipsatz anschauen. Hier ist kein Snapdragon 855 Plus verbaut, wie wir es beispielsweise beim OnePlus 7T oder beim Realme X2 Pro dann haben, also direkte Konkurrenten eigentlich auch von den China-Smartphones. Ja, finde ich sehr schade, denn ich meine, so viel mehr hätte das bestimmt nicht gekostet und dieser Prozessor hätte definitiv in dieses Smartphone gehört, wenn ihr mich fragt, aber nun gut. Wie gesagt, ich sage euch auch gleich, warum der da definitiv reingehört hätte. Immerhin haben wir sogar schon bei der kleinsten Version 6 GB Arbeitsspeicher dabei und 128 GB internen Speicher. Außerdem liegt direkt im Lieferumfang ein 30 Watt Schnellladenetzteil bei und damit könnt ihr in 65 Minuten von 0 auf 100% laden und in nur 30 Minuten von 0 auf 58% und das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Der Akku hat eine Kapazität von 5260 mAh. NFC für kontaktloses Bezahlen sowie eine Infrarotfernbedienung sind ebenfalls mit dabei. Und der Fingerabdrucksensor, der wieder unterm Display liegt, wurde endlich verbessert. Und das ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, denn mir haben die Unter-Display-Fingerabdrucksensoren noch nicht so ganz so gut gefallen. Die fand ich immer ein bisschen langsamer als die auf der Rückseite. Aber sieht natürlich optisch schöner aus, wenn es hinten clean ist. Also designtechnisch ist das Gerät, finde ich, sowieso on point, absolut. Aber wie gesagt, der Fingerabdrucksensor wurde jetzt auch noch verbessert. Aber jetzt kommen wir leider zu einem ziemlich, ziemlich negativen Punkt. Denn ich habe euch ja schon gesagt, das Mi Note 10 von Xiaomi wurde einen Tag zuvor als CC9 in China vorgestellt. Und dort waren die Preise echt super. Also 300 bis 450 Euro, je nachdem welche Variante. Mega, mega krass und jetzt bekommen wir Europäer plötzlich hier einen Ultra-Aufschlag und Xiaomi versucht da irgendwie jetzt, keine Ahnung, die Schiene von ja, anderen Herstellern zu fahren und so zahlen wir jetzt, ich habe es hier gerade mal offen, für das Mi Note 10 in der kleinsten Variante schon 549 Euro. Mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher und für die größte Variante dann 8 GB Arbeitsspeicher sowie 256 GB internem Speicher zahlen wir dann 649 Euro. Und das sind natürlich schon Preise, da überlegt man sich, will man vielleicht doch eher einen OnePlus 7T oder vielleicht einen Realme X2 Pro. Ja, was meint ihr dazu? Hat mich ziemlich enttäuscht, gerade weil wir hier keinen 855 Plus Snapdragon als Prozessor sehen, sondern wie gesagt den 730G, was ja eher ein Mittelklasse-Prozessor ist. Ich denke, der wird seinen Job trotzdem absolut solide regeln, aber es ist halt wie gesagt einfach kein High-End-Flaggschiff-Prozessor und trotzdem dieser Preis. Ja, wenn ihr mich fragt, absolut die falsche Entscheidung, die Xiaomi hier getroffen hat, aber dazu eure Meinung gerne in die Kommentare. Gearbest hat mich noch angeschrieben und die haben mir erzählt, die haben heute eine Early-Bird-Aktion um 19 Uhr, findet das Ganze auf Gearbest statt. Die haben mir keinen Preis genannt, wissen sie selber irgendwie noch nicht oder konnten mir dazu nichts sagen, also ist auch jetzt keine bezahlte Werbung.
ich kriege hier kein Geld dafür, die haben mich lediglich angeschrieben und ich dachte, ja, ist auf jeden Fall cool, euch das Ganze mitzuteilen. Also 19 Uhr, falls ihr da irgendwie Interesse habt, das Teil vorzubestellen, ab 19 Uhr verfügbar. Außerdem haben sie mir noch einen normalen Coupon-Code zugesandt, den findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Der Preis von diesem Early Bird Angebot wird allerdings günstiger als der Coupon-Code sein, haben sie mir gesagt. Also wie gesagt, falls einen interessiert und falls ihr jetzt als einer der Ersten haben wollt, einfach bei Gearbest mal vorbeischauen, Link in der Videobeschreibung. Das wäre es auch schon zu diesem kleinen Video zum neuen Mi Note 10 von Xiaomi gewesen. Hat mich ehrlich gesagt insgesamt schon überzeugt, muss ich sagen, vom Design, von den Specs und so weiter. Bis auf den Prozessor hätte ich mir eigentlich lieber den höheren gewünscht und der Preis, den haben sie in meinen Augen komplett verhauen. Aber Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich würde mich an der Stelle natürlich riesig über ein Like und vor allem ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal freuen, damit ihr auch in Zukunft keine Videos verpasst. Folgt mir auch gerne auf Instagram, RealVanix, und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao.